Nachricht von Gott an dich heute. Ich weiß, dass du viel zu beschäftigt bist, um mir auch nur eine Minute zu widmen, aber ich verspreche dir, dass dein Tag sich nach dieser Nachricht erhellen wird. Gott sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich möchte dir etwas aus tiefstem Herzen sagen. Ich möchte, dass du weißt, dass eine wunderbare Veränderung in deinem Leben bevorsteht, wenn wir diese Woche beginnen. Wunder und viele Segnungen sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dir und deiner Familie Freude, Glück und unbegrenzten Frieden bringen. Glaube fest daran, dass Gottes Gunst über dir sein wird und du nicht kämpfen oder hart arbeiten musst, um Reichtum in deinem Leben zu genießen. Der Rest dieser Woche wird für dich erstaunlich sein, gemäß Gottes Verheißung. Bereite dich auf unglaubliche Heilung, erstaunliche Möglichkeiten und Segnungen vor, von denen du nie gedacht hättest, dass sie möglich sind. Deine finanzielle Situation wird sich in den nächsten Tagen deutlich verbessern. Segnungen, von denen du dir nicht einmal vorstellen konntest, dass sie möglich sind, kommen von Gott. Geld wird natürlicherweise in dein Leben fließen, und du wirst finanziellen Komfort und Wohlstand erfahren. Kommentiere Amen, um zuzustimmen. Aber erinnere dich, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, dass Gottes Segnungen über die weltlichen Reichtümer hinausgehen. Er ist die Quelle aller Güte und wird deiner Vergangenheit und Gegenwart Bedeutung verleihen sowie Hoffnung für deine Zukunft geben. Gott wird deine Quelle des Friedens, der Stärke und Führung sein, selbst wenn du Schwierigkeiten hast. Umarme Gottes Verheißungen mit Dankbarkeit und Vertrauen, während du das Jahr 2023 durchläufst. Du wirst seine Segnungen auf unglaubliche Weise erhalten. Sei bereit, die Wunder zu empfangen, die er für dich bereithält, und sei dir sicher, wie sehr er dich liebt. Verliere nie die Hoffnung, auch wenn die Dinge schwierig sind. Alle negativen Umstände werden gelöst, denn Gott arbeitet zu deinem Besten. Eine glanzvolle Wendung in deinem Leben steht kurz bevor. Vertraue ihm und wisse, dass er deine Kämpfe für dich führen wird. Denke daran, dass Gebet ein mächtiges Werkzeug ist. Komm zu Gott im Gebet, wenn du gestresst, nervös oder verletzt bist. Er wird kommen und dich führen. Gib ihm all deine Sorgen, Fragen, Ängste und Zweifel, und sieh, wie er dich stärkt und ermutigt. Auf dieser Reise bist du nicht allein. Gott ist immer an deiner Seite, bereit, dich in guten und in schwierigen Zeiten zu schützen und zu führen. Er ist dein treuer Freund, der dir grenzenlose Liebe und Ermutigung gibt. Wisse, dass Gott zahlreiche Segnungen und Verbesserungen für dich vorbereitet, während du in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten voranschreitest, auf Wegen, die du nie erwartet hättest. Dein Leben steht kurz vor einer Veränderung. Halte die Verbindung zu ihm aufrecht, vertraue seinem Plan und empfange die unglaublichen Dinge, die er für dich bereithält. Wenn du an Gott glaubst, bitte, gib diesem Video ein Gefällt mir. Setze deinen Glauben in Gottes Liebe und in die erstaunlichen Dinge, die er für dich in der Zukunft geplant hat. Wenn du ihm vertraust, wird sein Frieden und Reichtum in dein Leben überfließen. Schließe dich mir in diesem Gebet an, lieber Gott, danke für die Segnungen, die mein Leben verändern werden. Ich weiß, dass du wunderbare Dinge für mich in der Zukunft bereithältst, und ich unterwerfe mich vollkommen deinem Willen. Ich brauche deine Führung, Kraft und bitte dich, meine Augen zu öffnen. Ich bin bereit, die Fülle, Heilung und Liebe zu empfangen, die ich verdiene. Meine Familie und ich erbitten deine reichlichen Segnungen in Form von Reichtum, Liebe und Gelassenheit. Gott, ich schätze, wie sehr du mich liebst und wie du Jesus gesandt hast, um für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Du hast mir unendliche Gnade, Liebe und Güte gezeigt, und dafür bin ich dankbar. Ich wünsche mir ein endloses Maß an Fülle in meinem Leben. Amen. Vergiss nicht, dass Gottes Liebe während dieser ganzen Woche und darüber hinaus bei dir ist. Erkenne seinen Plan für dein Leben an und vertraue auf seine Zeitpläne. Gottes Segnungen werden über dich kommen, denn die Himmel sind geöffnet. Vertraue ihm voll und ganz, und du wirst die unglaublichen Wunder sehen, die er für dich bereithält. Bewahre deinen Glauben, freue dich über deine Segnungen und zeige anderen,
wie dankbar du für alles bist, was Gott für dich getan hat. Bevor ich fortfahre, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, den Beitrag magst und ihn mit 3 Personen teilst, die du liebst. Möge diese Nachricht mehr Menschen erreichen, die sie ebenfalls hören müssen. Vielen Dank für deine Hilfe. Du solltest wissen, dass du von Gott nicht verlassen bist und dass er immer für dich da sein wird. Du wirst von ihm Möglichkeiten, Anleitung und die Stärke erhalten, um jede Schwierigkeit zu überwinden. An ihn zu glauben wird Segen, Reichtum und Ruhe in dein Leben bringen. Gott wird dich mit Reichtum und Wohlstand segnen, und deine finanzielle Wende steht unmittelbar bevor. Erkläre Erfolg über jedes Hindernis und jede Schwierigkeit, während du diese Woche voranschreitest. Erkenne, dass Gott dich auf einem Weg der Freiheit, des Reichtums und des Erfolgs führt, wenn du seinem Plan vertraust. Er hilft dir in einer Zeit des Erfolgs und der Erfüllung, indem er jeden Zyklus der Negativität beendet hat, der dich behindert hat. Dank Gott in deinen Gebeten für die Segnungen, den verbesserten Reichtum und die ausgezeichnete Gesundheit, die du empfängst. Dank Gott für die erstaunliche Veränderung, die er in dein Leben bringt. Glaube fest daran, dass du kurz davor stehst, in eine Zeit vieler guter Dinge, Glück und leichtem Erfolg einzutreten. Erinnere dich daran, dass Gott größer ist und all deine Probleme, Leiden und Ängste durch seine Stärke und Zuflucht vermindert werden. Er hat versprochen, für dich in Zeiten der Prüfung zu kämpfen. Wenn du dich ihm ganz hingibst, wirst du und deine Familie ein besseres Leben voller Liebe, Heilung und Wohlstand haben. Die Liebe Gottes dient als Licht, das dir den Weg zu einer besseren Zukunft zeigt. Du kannst dir nicht einmal vorstellen, welche Segnungen und Überraschungen er für dich bereithält. Sei offen dafür, die guten Dinge zu empfangen, die er für dich geplant hat, und vertraue auf seinen Plan. Wenn du das brauchst, kommentiere 11,11. Während du dieses Jahr durchläufst, habe Vertrauen, dass Gott hinter den Kulissen Wunder und Segnungen in dein Leben bringt. Erkenne seine Versprechen als real an und setze deinen Glauben in seinen Zeitplan. Gott wird Heilung, Trost und Fülle in dein Leben senden, wenn sich deine Wende nähert. Gieße dein Herz in Gebet zu Gott aus und lege ihm alle deine Lasten hin. Selbst in deinen dunkelsten Stunden kennt er dein Leiden und deine Gebete. Vertraue auf seine Liebe und sei sicher, dass er aktiv daran arbeitet, dein Leben zu verbessern. Gehe diese kommende Zeit voller Begeisterung und Optimismus an, denn sie ist voller zahlreicher Segnungen und einer unerschütterlichen Liebe deines himmlischen Vaters. Erlaube ihm, dich mit seinen Gaben zu erfüllen, und habe Vertrauen in die großartigen Möglichkeiten, die bevorstehen. Stelle dich deinen Schwierigkeiten und bitte Gott um Führung. Er wird dich durch jede schwierige Situation führen, dir Orientierung geben und Ruhe bringen. Denke daran, dass er größer und mächtiger ist als alles, was du dir vorstellen kannst, und vertraue auf seinen Plan. Feiere Gottes Versprechen, denn er hat wunderbare Pläne für deine Zukunft. Akzeptiere den Reichtum, den Wohlstand und die Heilung, die er in dein Leben bringt. Glaube an seine Liebe und weiß, dass er deine Kämpfe kämpft und Frieden in jedem Sturm bringt, während er ständig an deiner Seite ist. Vergiss nicht, für deine Segnungen und Wunder in deinem Leben dankbar zu sein, während du auf diesem Weg voranschreitest. Entwickle eine dankbare Einstellung und du wirst die Segnungen und den Frieden Gottes in deinem Leben überfließen sehen. Wenn du Segnungen brauchst, kommentiere 20,22. Ich bitte darum, dass diese Nachricht dir Glauben, Inspiration und Hoffnung auf deiner Reise gibt. Mögest du Gottes Güte und Schutz spüren. Du kannst sicher sein, dass Gott immer auf dich aufpasst und Segnungen und Wunder in deinem Leben bewirken wird. Kommentiere Amen, um zuzustimmen. Lege deine Probleme vor Gott und suche seine Vergebung, während wir gemeinsam beten. Akzeptiere einen Neuanfang und triff Entscheidungen, die seine Ehre widerspiegeln. Setze deinen Glauben in seine Weisheit und unfehlbare Liebe zu dir. Gott ist da, um dich zu trösten und dir Hoffnung zu geben, also bist du nicht allein in deinen Problemen. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, vergiss nie, dass ich, Jesus Christus, dich unendlich liebe.
Wenn du in diesem Moment der Gemeinschaft mit mir bleiben möchtest, weiß, dass ich mich freuen würde. Dafür klicke einfach auf eines der Videos, die jetzt auf deinem Bildschirm erscheinen. Wir sehen uns dort.